zeigen wir ihn noch ein bisschen den Markt dabei. 12 Stunden in das Spiel schon gespielt. Early Access Battle Rise. Das ist ein MOBA, wo man aber den Charakter steuert mit WASD. Man kann ballern mit nur Skillshots, also nicht irgendwie anklicken und den Gegner irgendwie verfluchen oder so. Gibt's nicht. Und macht super Spass, gibt viele Helden. Wir nehmen jetzt mal Jade. Gibt da hier, jetzt kommen noch viel mehr. Ist Early Access. Momentan nicht mehr, aber es ist das meist geschaute. Das meist gespielte Game auf Steam gesehen oder gekauft. Ja, komm mal, das ist scheissdreck. Hey, gehen wir rein, ich bin der Marc, der BMAC. Und das ist Battle Ride Early Access. Auf Steam eines der meist gekauften Spiel. Und sogar auf Platz 1 gesehen, bevor Mafia 3 rauskam. Ist Battle Ride, das ist ein MOBA, wo man aber der Döckel steuert mit WASD, also wie bei einem Ego-Shooter, und man hat nur Skillshots, also man muss immer mit Maus irgendwo herziehen auf der Karte, um den Gegner zu killen, und das ist ja die einzige Aufgabe, du musst den anderen umbringen, nicht mehr, nicht weniger. Für das hast du verschiedene Helden, verschiedene Klassen, du hast Healer, du hast solche, die vor Distanz ballern können, und du hast Nahkampftypen, die dich gehen und zäckeln können, und wir spielen doch, komm, wir spielen mal den. Das ist relativ easy. Der Ruck. Es gibt auch ein Ranked-System. Es gibt momentan gar nicht Angst, dass du musst Ranked spielen mit irgendeinem Random. Mit einem Kai Sox, mit diesem Schaf-Typ. Bei dem ist es so, der hat verschiedene Fähigkeiten. Er kann draufhauen. Und wenn er 3 geladen hat, hat er so einen Superschlag, der einen Armor Break macht. Das heisst, man kann mehr Schaden verursachen. Er kann reinsäckeln, er kann so wie Konter, also wenn du attackierst, kommt er so in Blutragen rüber. Und was er auch noch kann, ist, er kann Steine schießen, also so ein bisschen wie der Obelix. Und Ulti hat der Onio, die lädt sich auf, 2 verschiedene. Ja, und da gehen wir nochmal rein, da ist sie, die Kuh. Oh, mach keine Panik da. Komm. Ah, schade. Ah, und jetzt kommt er. Die weiß, hä? Da, mein Typ da, ja, komm jetzt, so komm! Ja, ja, und ich denke, ja, Huren Habasch, komm da, ich. Ja, komm! Ich. Ah, nein! Er hat seine Ulti gebraucht, die ich meine brauche, das Huren verfickt den Arschloch! Aber mein Typ hat doch keine Ahnung, wie er seinen Charakter muss spielen. Er ist ja instant gestorben, die Uhren pfeifen. Ja, das Spiel macht auch aggressiv. Er ist ein Healer, er sollte mehr healen. Ich habe keinen einzigen Heal von ihm bekommen. Der Typ hat auch wirklich keine Ahnung, wie er seinen Charakter spielt. Das ist auch ein Problem momentan. Das ist ja wirklich absolute Retards. Und da. So, komm, gehen wir mal auf den Healer los. Ja, ist sie um mich gekommen? Komm da. Ja, komm. Ah, schade. Der andere geht nicht auf den Healer, der geht auf. Da dreht er. Die Orbs so in der Mitte kann man schlagen, wie ich das jetzt gemacht habe. Und dann. Komm jetzt. Ja, und jetzt. Und. Der Rest dran. Und natürlich kann man noch. Aufladen, der Rang hat es tatsächlich geschafft und wir sind 1-1. Der Orb ist immer wichtig, den muss man holen. Ein oder mehrere Spiele sind derzeit nicht verbunden, das Match kann folgen, das ist noch nie passiert. Okay. Ja, hoffen wir doch mal, dass das nicht mein Typ ist, das wird ja aggressiv. So, dann hauen wir noch drauf. Das hier, oder seht, das sind verschiedene Skills. In jeder Runde kann man einen neuen Skill dazu haben. Jetzt hier ist beispielsweise, dass wenn der Stein trifft, dann habe ich einen Cooldown auf dem hier.
Ich glaube, einer von ihnen ist disconnected, hä? Ah, das gegnerische Team tut aufgeben. Vielleicht. Mal schauen. Das kann ich. Ah ja, wir haben gewonnen. So. Bravo. Ja, das passiert, ja gut. Wir haben verschiedene Stufen. Das ist wirklich so ein bisschen ranked-mäßig. Ich bin natürlich noch relativ low. Dumme. Weiß auch nicht, ob ich mal gut werde. Jetzt nehmen wir doch mal einen anderen Charakter. Der viel gespielt wird, ist Jade. Die ballert extrem stark, aber sie ist halt recht anfällig. Also sprich, du musst schon schauen, dass du nicht weggehst. Und in dieser Kombination. Ja, jetzt muss ich wieder mit dem gleichen. Ist doch der gleiche von vorher gesehen, oder? Das ist nicht kein. Ah. Wie ihr seht, also hier, wo ich herschieße, da ballert sie ja her. Sie kann so weggehen. Sie kann Leute so wie blocken. Finde es besser. Vengeance can wait while I settle this. Repeat with lessons learned. Oh, sie hat so einen mega, mega ultimativen Schuss. Kommt, was machst du, Dude? Okay. Ah, shit. Ja, das ist gut gewesen. Oh, shit. Nein, 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 nein. Danke. Nee, komm, weg mit dem. Ich kann fast nicht mehr leben, da und mal. Ah, fuck. Kommt sie. Ja. Na. Und weg. Also das ist ein bisschen, wie ich finde, ist es ein bisschen schwieriger zum Spielen, weil du musst auch durch aufpassen. Der andere hat da viel mehr Leben, als sieht man noch. Meine ist jetzt auch nicht so. Der andere hat 250. Aha. Ich gehe voll immer auf den Rechtsklick bei der, ich weiß nicht, ob das gescheit ist. Aber bis jetzt, naja. Der Gegner hat eigentlich nichts dagegen. Was auch recht okay ist, ist einfach mal ins Dings gehört. Oh mein Gott. Ah, er hat tatsächlich etwas gebracht. Ja, oh, Achtung. Ich muss weg. Heal me mal, heal me mal, heal me mal, heal me mal! Das ist natürlich auch blöd, wenn man den Gegner nicht heilt. Der Verfreundet nicht heilt, das ist natürlich super. Ja, man könnte sich verdünnisieren, der Idiot mache ich nicht. Oh mein Gott. Ah, shit, verloren. Can you fucking heal me? Me, kann. Wurde ein Mongo an. Ja, das bringt leider nichts. Seine Ult ist, wenn er allein ist, nicht so stark. Das wird schon normal wie im DD. Aber er hat nicht realisiert, dass man mit Rechtsklick sich selber heilen kann. Der Huren Vollpfosten. Ey, Mühe, Mann. Nur da, jetzt hat er es realisiert. Und jetzt draußen, die Kugel da hier. Die könnte er sammeln, der hat seine Ulti gerade wieder ready. Aber er hat es nicht gemacht. Warum auch immer. Muss man ja nicht, oder? Jetzt verreckt er den Huren Vollidiot. So eine hure Bride, Mann. Wirklich. No pain, no gain.
Ich meine, ich bin auch nicht gut in diesem Spiel, aber das ist die grösste Kackbreite, die ich bis jetzt erlebt habe. Schon im letzten Game hat er überhaupt nicht gemacht. Die Huren Nelken, Mann. You don't stay, wenn du die ganze. Wenn ich schon abgekillt werde. Du Huren. Sag mir jetzt nicht, ich weiß, ich wurde mal voll Honk. Ah, gut. Na da. Keine Chance. Komm. Nicht kann er nicht alle da. Jetzt mal schauen. Nein, was machst du, eine Banane? Oh mein Gott. Ah, shit, der hat nicht mehr. Ja, du überlegst. Komm. Jetzt hol doch den mal. So. Bin ich schon noch. Er hat auch noch getroffen. Oh mein Gott. There, the strings have been remit. Gut. Also. Und es ist schon wieder einer draussen. Ach komm jetzt. Das habe ich normalerweise nie. So, du siehst, was will man? Wenn sie Angst haben, haben sie Angst. Kann ich auch nichts machen. Normalerweise würde man drei Runden nehmen, bräuchte man drei Runden nehmen, um zu gewinnen. Aber ist jetzt auch gleich. Das ist Battle Royale. Kann ich auch empfehlen, macht Spass, macht doch ein bisschen aggressiv, aber das ist ja okay, das muss glaube ich so. Early Access kann man posten und das Gute ist, wenn man das macht, kommt jeder zusätzlich auch, und es kommen ja noch ein paar, wie man hier sieht. Kommt man gratis über. Man hat hier Lootkisten, kann man schauen, da jetzt zum Beispiel so eine rote, kann man, nein, die kann man nicht kaufen. Ja, das habe ich gar nicht gewusst, ja, nur die Gute kann man kaufen, für 500 Gold, so viel habe ich noch nicht. Gibt da Skins und Scheissdreck, die man da posten für seinen Charakter. Ich finde es cool. Ich finde es richtig geil. Muss euch noch ein bisschen besser werden. Oben rechts könnt ihr abonnieren. Für euch, der Mark, der BMAC.